Hi, in diesem Video geht es mal um ein Zubehörteil für Dampfer oder auch für Leute, die überhaupt nur Akkus laden möchten. Aber ich gehe jetzt mehr auf den Dampferaspekt hier ein, denn da gibt es einen entscheidenden Punkt bei dem Ladegerät, das manchen Leuten nicht schmecken wird. Für mich war der hier allerdings doch recht das optimale Gerät hier, weil er doch so ziemlich alles unterstützt, was ich brauche. Preislich liegt das Ganze hier im Flash-Sale teilweise für um die 20 Euro. Das ist für das Gerät hier ein Spitzenpreis. Zumindest habe ich hier auch keine Nachteile gesehen. Es gibt ja ziemlich viele Fälschungen hier. Da scheint alles zu stimmen. Ich habe mir auch jetzt ausgiebig testen können. Das Gerät funktioniert top und wird nicht heiß, wie bei manchen Videos beschrieben. Deswegen würde ich euch den auch hier bei Gearbest empfehlen. Da habe ich meinen bezogen her. Und die scheinen wohl diese Kopiererei doch zu unterbinden, so ein bisschen. Ich habe nämlich zumindest noch keine Kopien gefunden von Originalgeräten, die dahinter auch noch gefährlich werden können. Was ist das hier? Das ist ein Digi-Shader, steht ja auch schon drauf. Nightcore ist in dem Bereich hier Ladegeräte und auch, glaube ich, Taschenlampen doch recht bekannt. Und das Gerät hier hat auch dementsprechend ziemlich viele Features eingebaut. Viele Features sind interessant, viele sind auch schon fast wieder unsinnig, aber okay. Das ist die EU-Version. Was heißt EU? Ihr bekommt hier einen passenden Stecker beigeliefert und es fehlt der Lader für den Zigarettenanzünder eures Autos. Das finde ich toll, dass das in der EU nicht dabei liegt, aber gut, damit kann man leben. Zum Gerät selber hier, die Möglichkeiten bestehen halt, die meisten Akkus, die mir bisher untergekommen sind, halt zu laden. Also erstmal die Standard-Akkus hier, die es so gibt in allen möglichen Größen. Dann halt die normalen Lithium-Ionen-Akkus. LiFePO kenne ich nicht, bisher habe ich noch nie benutzt. Und EMR-Akkus natürlich gibt es auch dafür. Die kann man auch damit laden. Für mich sind eigentlich mehr entscheidend die 18650er. Und hier auch dann ein Kritikpunkt, der manchen Leuten übel aufstoßen wird. Die 20700er werden damit nicht ladbar sein, weil sie einfach von der Größe nicht passen. Interessant bei dem ganzen Gerät hier die Technik, die verbaut wurde. Einmal ein Material, was feuerfest sein soll. Dann ein Chip, der das Ganze auch gescheit regeln soll. Es gibt auch eine weltweite Versicherung, naja, wenn die Wohnung abbrennt, halt, denke ich mal, wird da keiner einspringen. Hier nochmal die Werte. Was hier nicht geht, ist ein Fast Charging. Man kann zwar mit drei Akkus halt hier auf 0,75 Ampere hochgehen, halt, aber wenn man hier mit Akkus hier mit 2 Ampere befeuern möchte, damit sie mal schnell geladen werden und wahrscheinlich auch schnell kaputt gehen, das ist mit dem Akkulade hier nicht möglich. Das Ganze geht doch recht weit runter auf 0,375, wenn man 4 Akkus drin hat. Man muss also schon ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Ich habe es aber mal verglichen halt mit der untersten Stufe des Wismec Akkuladegeräts. Die tun sich dabei dann nicht allzu viel. Gut, der Wismec muss nur 3 Akkus versorgen, deswegen habe ich mir den auch zugelegt. Das Wismec-Akkuladegerät hat nur 3 Akkuschlitze und hier sind halt 4 möglich, also 4 Akkus gleichzeitig. Deswegen das Gerät hier auch. Features hat man hier so ziemlich alles eingebaut, was überhaupt nur vorstellbar ist. Wie gesagt, die meisten Sachen sind hier nicht so richtig interessant. Man soll hier kaputtgeladene Batterien wieder mit aufpushen können oder chargen können. Das Ganze hier hat ein optimales Design für EMR-Batterien und so weiter. Was sehr interessant ist, hier ist ein richtig fettes Display verbaut worden. Finde ich ganz witzig. Ist aber auch ein Punkt, der nur auf den Kostenfaktor geht. Richtig nötig ist nicht. Und deswegen auch halt, es gibt diese Version hier von Nightcore, gibt es auch ohne dieses Display mit einem i, das ist der i4. Der Unterschied ist auch wieder die 20700er Akkus. Wenn ihr 20700er haben solltet, werdet ihr wahrscheinlich eher damit glücklich werden. Bei dem i4 nur die typischen LEDs, den Ladezustand euch anzeigen. Gut, das ist aber auch mehr Jammern auf hohem Niveau. Wer braucht das wirklich? Ihr habt hier auch hier nochmal einen Sticker, damit soll man die Echtheit überprüfen können. Habe ich jetzt gar nicht gemacht halt bisher. Das Ding habe ich direkt, ich habe es direkt probiert, ausgepackt, angeschlossen und geguckt, was denn damit geht. Hat alles wunderbar gemacht, was ich verlange von so einem Gerät. Ich denke mal, das wird hier schon das Originalgerät auch sein. Und ob man bei Amazon sicherer ist, man hat da ja schon einiges gehört, das möchte ich auch mal bezweifeln. Das Ganze wird hier in so einem Schuber ausgeliefert.
Hier hat man nochmal eine Garantiekarte. Könnte man nutzen, werde ich hier wahrscheinlich gar nicht benutzen. Dann wird hier EU-Version ein europäischer Stecker mitgeliefert. Und dann hier das Ladegerät selbst. Schickes Design, fühlt sich sehr wertig an das Ganze. Hier habt ihr nochmal den Anschluss für den Stromstecker. Ihr müsst also nicht ein Netzteil davor setzen wie bei anderen Geräten. Und hier habt ihr nochmal einen Eingang für das besagte Zigarettenladegerät. Könnt ihr nutzen, wenn ihr sowas euch zulegen solltet. Ich werde das, wie gesagt, nicht im unbeobachteten Auto lassen. Dann hat man hier die Möglichkeit, den Slot auszuwählen. Die Batterien werden jetzt hier angezeigt, nacheinander. Und man kann dann einzeln durch die Slots, durch die einzelnen Batterien tippen. Wenn das Gerät ist, natürlich auch in der Lage, verschiedene Batterien gleichzeitig zu laden. Jetzt zum Beispiel hier eine AAA reinpacken. Hier eine 18650er Akku und hier noch ein paar andere. Dann könnte man sich einzeln durch die Slots tippen und gucken, was ist mit dem einzelnen Akku los. Der Akkuladezustand wird logischerweise angezeigt, überall anhand von Balken, denn die Folie interessiert ja auch so. Das Display geht nach einer bestimmten Zeit automatisch aus, damit es nachts nicht stört, laut Hersteller. Man kann es aber durch einen kleinen Tipp einfach wieder halt von auf Slot oder die andere Taste, die noch verbaut wurde, einfach wieder einschalten. Parameter werden hier angezeigt, das Ganze hat einen Verpolungsschutz. Ihr könnt hier mit der Taste auch, dieser Slot-Taste, euch zu einem Akku bewegen, der jetzt extrem wenig Energie nur laden kann. Es gibt da auch Akkus, die sind recht klein, AAA-Akkus zum Beispiel halt. Da könnte man jetzt hingehen und die Stromstärke nochmal extra über diesen Slot hier auswählen, den Akku. Und dann halt könnte man hier noch einen Modus einschalten, der den Akku noch langsamer lädt. Mit noch weniger Spannung, das soll dann den Akku schonen. Gut, ich habe solche Akkus nicht, ist für mich jetzt recht irrelevant. Was hier auch gut ist bei dem Gerät hier, das hier fühlt sich recht massiv an. Ist nicht so eine Plastikkiste halt, wie beim anderen Akkuladegerät, das ich liegen habe. Das Ganze ist hier mit einer Lüftung versehen. Wärme kann also auch abfließen. Und beinhaltet, wie gesagt, alle Funktionen, die ich von einem Akkuladegerät erwarte. Hier ist noch ein bisschen Spiel. Man könnte theoretisch etwas längere Akkus noch nutzen. Ich kenne jetzt gar keine, die eben gebräuchlich sind im Dampferbereich. Für den Dampfer sind diese 18650 Akkus ja eigentlich die passenden Größen. Und die können damit einfach ohne Probleme genutzt werden, eingelegt werden. Wie gesagt, 20700er gehen nicht, da gibt es die i-Version. Müsst euch mal anschauen, das Ganze ist ungefähr im gleichen Preisbereich. Das i4 hat aber noch ein paar Features mehr, die mich jetzt aber nicht in die Bohne interessiert haben. Es soll noch mal ein paar Erkennungsfunktionen mehr haben. Die kann wohl auch speziellere Akkus noch erkennen. Die kenne ich gar nicht, von daher hat mich der auch nicht interessiert. Und diese 20700er Akkus werde ich nicht nutzen, weil ich mir jetzt auch keine Box so schnell wieder zulegen werde. Dem Charger liegt nochmal ein englisches Manual bei. Es sollte sich aber auch verstehen lassen, halt mit einfachen Schulenglisch halt, oder beziehungsweise ihr holt euch einfach mal einen Kollegen zu, denn eigentlich ist der Charger soweit selbsterklärend. Ihr habt hier nochmal die Anzeige, die zeigt euch den Status an, halt voll, wenn die Balken voll sind. Und wenn ihr einen Strich habt, dann habt ihr hier 20%. Das geht dann hoch bis 40, 60, 80, 100, 5 Striche. Dann habt ihr den Akku aufgeladen halt. Für allzu schwierig sollte das also nicht sein. Dann habt ihr nochmal die Activation-Funktion hier. Damit kann man wohl Akkus, die nicht mehr ganz funktionieren, halt nochmal auf die Reihe kriegen. Naja, gut. Aktuelle Mode ist einfach halt dafür da, dass die Display-Anzeige ausgeht nach einer gewissen Zeit, sodass das Ganze nachts nicht den Schlaf stört. Na toll. Small Capacity Batteries bedeutet, wenn ihr Akkus habt, die weniger Power haben, 750 mAh zum Beispiel, halt AAA, dann könnt ihr die in einem Modus laden, der weniger Power den Akkus gibt. Also die werden langsamer und schonender geladen. Könnte man einschalten. Ich glaube, die meisten Standardakkus, die werden auch ganz normal geladen werden damit halt. Hier könnte man einfach noch mal ein bisschen akkuschonender vorgehen. Gut, das war es eigentlich auch schon bei dem Ganzen hier. Natürlich hat er die üblichen Schutzfunktionen halt. Der wird also jetzt, auch wenn Akku jetzt wirklich kaputt sein sollte, und der Akku versucht sich hier in Wolf zu laden, dann stoppt ihr das Laden, also spätestens nach 20 Stunden. Er geht also nicht hin und lädt dann halt im Urlaub, halt, wenn man ihn mal vergessen sollte, halt einen Monat durch, verbraucht Strom unnötigerweise. Sondern nach 20 Stunden sagt er, das Ladegerät halt, der Akku ist Schrott, der lädt jetzt einfach nicht mehr weiter.
Gut, das war es jetzt auch schon wieder von dem Gerät hier. Wenn ihr ein Akkuladegerät euch zulegen möchtet, was so ziemlich alle Akkus unterstützt seid, bis auf die besagten 20700er, dann ist das hier eine Empfehlung von mir. Holt es euch bei Gearbest, sucht nicht woanders. Ich habe Horrorgeschichten gehört von Nachbauten, denn die Firma ist für Akkuladegeräte so beliebt, dass hier diese Geräte extrem häufig nachgebaut werden. Und dann habt ihr eventuell ein Gerät, was wirklich brandgefährlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei Gearbest scheint das Ganze hier doch ein Original zu sein. Und es hat bisher keinerlei Schwierigkeiten gemacht und wird auch nicht heiß. Natürlich wird ein Ladegerät, was ein Netzteil verbaut hat, hier ist ja ein Netzteil eingebaut, da ist also kein externes USB-Netzteil, sondern ein richtiges Netzteil verbaut, das wird minimal warm, aber wenn man hier drunter fasst, dann ist es wirklich nur lauwarm. Das ist, glaube ich, der normale technische Rahmen, den man auch nicht vermeiden kann. Wenn ihr also ein Ladegerät suchen solltet, halt, was für einen guten Preis weggeht und wirklich was kann, schaut mal auf Gearbest, ich werde euch das Ganze wieder unten unter meinem Video verlinken und wünsche euch noch viel Spaß beim Dampfen und Akkuladen. Ciao!